Willkommen beim Livestream World of Tanks, sage ich schon, um Gottes Willen, Flugsimulator. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Im Stream zumindest müsste es jetzt 2 Wochen her sein. Und wir machen heute, erstmal muss ich mit meinen Kabeln klarkommen. Kabellage. Seid mir gegrüßt, hallo Phantom, hallo P9, hallo Timo, hallo Studi, hallo Madcat, guten Abend. Und Timo war ein guter Tipp, in den zweiten Bildschirm auf eBay Kleinanzeigen zu schauen. Habe jetzt einen 21 Zoll für 70 Euro gekauft. Na, das ist doch gut. Das ist doch schön. Mehr braucht es ja auch eigentlich nicht. Ne? Also, wenn man nicht gerade wie ein Streamer irgendwie ein Hochkantbild, also das Ding auf Pivot stellen will und weil man den Chat haben will, was auch immer, dann reicht ja bei dem zweiten Monitor einfach ein relativ günstiger. Ich habe ja mein Mikro umgebaut hier. Ich hoffe, dass das jetzt, dass ich trotzdem gut zu hören bin. Das Problem ist, ich kann mir das natürlich hier direkt vor die Nase hängen, bloß dann ist es im Weg. Deswegen hoffe ich, dass ich trotzdem gut zu hören bin. So, ich sag nur Fly Outer Worlds. Ja, das ist am Sonntag. Das habe ich angepasst. Hallo Tizi, sei gegrüßt. So, Ton ist gut, alles klar. Es gibt ja, oder ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz gucken. Der Dirk hat vor 12 Tagen für die Lauchpunkte den Wunsch geäußert, dass ich nach Moskau fliegen soll. Der Punkt ist, das war aber im 12-Stunden-Stream oder irgendwann. Ich glaube, Dirk ist gerade gar nicht da. Deswegen lasse ich das mal noch unangetastet und wir fliegen erstmal woanders hin. So, Timo, vielen Dank für den Resub. 10. Monat, Dankeschön. Und das Arschbacken-Community-Herz für dich. 10. Monat, das heißt, da ploppt bald ein Kind raus. Hihi. So, Weltkarte. Ich glaube trotzdem, dass das beschiss. Also, für World of Tanks ist das ganz geil mit dem Mikro, aber ich glaube, für Flugsimulator ist das beschissener jetzt irgendwie. Ich muss mal gucken. So, hallo Kitano, hallo. So, wo fliegen wir denn überhaupt hin? Wo fliegen wir heute hin? Ich würde mal. Was sind diese Sternchen? Was bedeuten die Sternchen nochmal? Ich hab's vergessen. So. Erstmal vielleicht hier. Live-Wetter. Aber bitte. Etwas heller. Danke. Irgendwie zieht die Weltkugel nach. Das ist komisch. Stupa. Ruven. Irgendwas. Der Thrustmaster Airbus, ja, guck mal, ich bin mir nicht ganz sicher bei dem Airbus Thrustmaster, ob der auch eine Z-Achse hat. Da fällt mir nämlich ein, ich muss meinen Joystick mal ranholen hier. Wenn du ohne Pedale spielst, würde ich dir empfehlen, kauf dir einen Joystick, wo das Seitenruder mit drin ist. Ansonsten ist es halt nicht so optimal und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das Seitenruder mit hat. Der hat eine, okay. Gibt eine Belohnung, wenn man, glaube ich, 50 von den Sternchen abgeflogen hat. Ah, alles klar. Ich würde ja gerne. Warte mal, wo sind denn die Malediven? Das sieht man jetzt hier schlecht durch die Wolken. Ich glaube, ich muss mal. Warte mal, das ist, glaube ich, Sri Lanka hier. Ich mache mal parallel Google Maps auf. Nicht Mail, sondern Maps. Wir wollen Maps. So, dann zoomen wir mal hier raus. Malediven sind doch irgendwo. Bin ich bescheuert? Wo sind die Seychellen? Ach hier, Malediven. Die sind. Oh Gott, irgendwo hier. Ist das ein Flug? Oh, guck mal. Gan. Ist Gan. Tja, I don't know. Wir. Wählen mal das blaue Flugzeug. Wo ist es denn? Hier. Die Diamond. Weil Phantom da Probleme hatte mit dem Autopiloten. Ich weiß nicht, ob VRMG. Ob das Mozi der. Mozi VIP Resub incoming! VRMG. Was sagt denn da? Flughafen Gan.
ist der zweitgrößte Flughafen der Malediven. Alles klar, da haben wir es noch. So, sehr gut. Abflug festlegen. Genau, perfekt. Und Flugbedingungen sind jetzt... Ach ja, okay. Es scheint wohl bewölkt zu sein. Das Live-Wetter funktioniert wohl mal wieder. So, Sylaina, 9. Monat. Dankeschön. Auch bei dir ploppt bald was raus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für den Resub. Und willkommen, das Arschbackenherz für dich. Danke. Hallo Foxy, Servus. Flugsicherung ihrer Pilotenscheibe, der Öl, weiß. Tower Diamond Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, ready at runway 28 departing straight out. Diamond Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, cleared for takeoff runway 28 departing straight out approved. So, ich habe hier mir noch nicht den Autopiloten angeguckt in dem Flugzeug. Phantom hatte hier Probleme. Er meinte, dass das Flugzeug aber in den Sturzflug geht. Wo ist denn der Autopilot? Hier ist der Bordcomputer. Hier könnte man einen Kurs, eine Route eingeben. Landing Lights und alle anderen Lichter sind an. Wo ist denn hier der... Hä? Autopilot... Komm. Nav Heading. Ah, hier. Hier drüben. Flight Director. Den können wir schon mal einschalten. Heading. Heading sind wir gerade. Müssen wir mal noch umstellen. Können wir schon mal. Warum wackelt denn das Flugzeug so? Irgendwas wackelt hier. So, da stellen wir hier mal auf 284, damit das Flugzeug auf jeden Fall schon mal die Richtung hält, wenn wir den dann einschalten. So. Draußen ist Wind. Ja, aber es war gar nicht so viel Wind. War da nur 8 Knoten oder was der mir da angezeigt hat? Sylaina, weiß ich nicht, ob du das genau wissen willst. Okay, hier könnten wir jetzt auf den NAV-Modus stellen. Das wollen wir aber nicht. NAV-Modus ausschalten. Weil wir hier eh nichts drin haben. Also NAV macht er eh nur, wenn... So, Heading 284. Ach, wir haben 85 eingestellt, okay. Und wir können auch schon mal pauschal eine... Hier, eine Steiggerade einstellen. Und zwar, das ist die Höhe. Macht er das... Ach, das sind hier die Buttons. Okay, das ist der gleiche Autopilot wie in der Cessna, wie ich im Tutorial-Video gezeigt habe. Hier können wir schon mal eine positive Steigrate einstellen. Und dann müsste das eigentlich schon reichen, dass wenn ich den Autopiloten aktiviere, er nicht abstürzt. Also wenn du während des Fluges auf Höhe, also auf Altimeter stellst, dann müsste er eigentlich automatisch das Flugzeug einfach nur ausleveln. Auf der Höhe, wo du gerade bist und dürfte nicht in den Sturzflug gehen. Das ist ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wir werden uns jetzt mal angucken. Das ist auf jeden Fall Seitenwind hier. Und ich brauche unbedingt Pedale. Es ist ein Scheiß mit der Tastatur. Alter, hier ist echt ganz schöner Wind. Wow. Okay. Fahrwerk einfahren. So, wenn ich jetzt den Autopiloten einschalte, müsste er automatisch 284 Grad halten. Engaging Autopilot. Und müsste eine positive Steigrate einnehmen. Von wie viel habe ich eingestellt? Kann es gar nicht lesen. 400 Fuß pro Minute. Wo die Reise hingeht, keine Ahnung. Es hat sich jetzt erstmal keiner was gewünscht. Deswegen bin ich einfach zu den Malediven geflogen. Und wir gucken uns jetzt mal die Malediven an. Mal gucken, wie schön das hier ist. So, wir nehmen ein bisschen Schub raus. Und dann... So, Altimeter. Jetzt muss man natürlich erstmal noch eine Höhe einstellen.
So. Wir stellen mal auf 4000 Fuß. Der Witz ist, wenn du ohne eingestellte Höhe einfach eine feste Steig- oder Sinkgrade einstellst, wird das Flugzeug das für immer und ewig machen. Wieso hatten wir jetzt hier auf 294 gewechselt? Okay. Ja, ich will nach links, nach rechts will ich. Dass wir hier ein bisschen parallel an der Küste lang fliegen. So, dann gucken wir nochmal. Interessant finde ich jetzt schon wieder, dass er hier zwar 4700 stehen hat. Was steht hier? HT off, was? Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Ach, guck mal, da ist doch Dirk. Da können wir dann nach Moskau fliegen. Sehr gut. Und hier wird das Altitude und so nicht angezeigt von das, was im Wow, hier ist aber auch kaum was los. Diamond Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra Mail Center. Squawk 1175. Squawk 1175 Diamond, X-ray Golf Sierra. Diamond X-ray Golf Sierra Radar Contact, 6 miles northwest of Gone, 1500 feet. Altimeter 29.83. Copy Diamond, X-ray Golf Sierra. Bei den Malediven hat man ja immer so im Hinterkopf so tolle Strände und so, aber irgendwie das Wasser sieht auch irgendwie ganz komisch aus. Haben wohl viel Algenprobleme. Naja, man sieht auf jeden Fall auch überhaupt keine Wellen, ne? Das ist ein bisschen strange. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier irgendwie schöne Strände sehen. So, können wir mal hier. Irgendwo konnte man hier auch rauszoomen auf der Karte. Ach, hier. Was war das? Wow. Okay, cool. Na. Warp 1. Wow, die Map ist fantastisch, ist die Map. Vielleicht blenden wir uns die Karte mal hier ein. Wir können ja mal noch irgendwie hier zu der Insel fliegen. Ach, guck mal, hier gibt's noch... Wow. Wow. Okay, also die Malediven, das ist ja krass. Das ist ja wirklich eine Insel an der anderen hier. What the fuck? Wir sind dort. Wir müssen also noch eine weitere Rechtskurve fliegen. Ich würde mal tippen so auf... Ja, das könnte schon reichen. So, wir sind fast bei 4000 Fuß. Ist aber ganz schön hoch eigentlich schon wieder. Ja, nee. Wo ist denn hier der Heading-Button? Der Altimeter-Button. Da. Das ist total blöd. Ach, hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch ein Altimeter-Button. Okay. Aber hier kann ich nur erhöhen, weißt du? Ach, hier. Oh. Man muss auch aufpassen. Es gibt hier das... Das kleine Rädchen macht, glaube ich, 1000er Schritte. Ne, das große Rädchen macht 1000er Schritte.
Und das Kleine macht 100er Schritte. Das kann auch sehr schnell sehr... Wir fliegen genau drauf zu. Tausend haben wir das nicht hoch, aber wir sehen ja nichts. Ne? Also hier, guck mal. Das Wasser sieht schon irgendwie komisch aus. Habe ich irgendwas an meinen Grafikeinstellungen gemacht oder sieht das tatsächlich so komisch aus? Ne, das sieht so komisch aus. Wie weit ist die Insel denn weg? Gar nicht so weit. Da hinten ist er. Ich überlege trotzdem wegen Star Wars Squadrons und boom, kommt Werbung. Ja, passend. Am 2. Oktober ist ein Freitag. Ich werde definitiv streamen. Ich habe da Bock auf das Spiel. Müssen wir noch ein Stück weiter. So. Was in dem 2. Oktober? Da kommt Star Wars Squadrons raus. Da, wo oben gerade die Werbung durchlief, Timo. Na, ich vermute, dass um die Malediven relativ flache Gewässer sind, aber vielleicht... Der grün nicht ohne Grund. Ja, das kann sein. Ich meine, es sind ja alles irgendwelche kleinen Pupsinseln. Atolle. So, jetzt bin ich gespannt, ob er hier jetzt die Sinkrate wieder reduziert. Ob er das wirklich macht. Ich stelle mal 600 ein. Und vor allen Dingen, ob da vorne auf der Insel ein Flugplatz ist. Aber es... Almosen für einen Leprakranken! Almosen für einen Ex-Leprakranken! Ha, Dirk, vielen Dank! Übertreib mal nicht, übertreib nicht, übertreib nicht. Das ist völlig übertrieben. Dankeschön für die 10 Euro, für den besten Streamer hier auf Twitch. Dankeschön, ich finde das ein bisschen übertrieben, aber vielen Dank für das Lob. Danke, danke, danke und das Arschbackenherz auch für dich. Vielen Dank! So, wo ist denn jetzt diese Scheißinsel? Ist hier ein Flugplatz drauf? Ne, hier ist nur ein Funkfeuer drauf. Aber vielleicht können wir ja trotzdem landen. Einfach so auf der Wiese. Wir müssen noch ein Stück nach rechts. So, wir sind jetzt gleich bei 1500 Meter. Der Flight Director levelt schon aus. Er geht hier auf 0 und wir haben die Höhe gehalten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Origin wird umbenannt. Ja, stimmt. Ich hatte irgendwas gelesen, dass sie was machen wollen. EA baut doch keine Scheiße, die machen mal alles. Genau, genau. Ich warte eigentlich nur drauf, dass sie die Lootboxen für Squadrons ankündigen. Ne, schauen wir mal. Also am 2. Oktober, das ist ein Freitag. Und... Was ich... ich habe ja auf dem Discord geschrieben, dass ich... Origin nennt sich dann die... EA Desktop App. Wow. Ich hatte auf dem Discord ja geschrieben, dass wir vom 5. Oktober, das ist dann glaube ich der Montag, bis zum 18. Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, was ich geschrieben habe.
Vom 5. Oktober bis zum 18. Oktober. Ich habe jetzt zumindest schon mal von einer Person, die ich angefragt habe, die Zusage für ein bisschen was Besonderes. Weil, also das ist ja die Spendenaktion, die ich da machen will, ne? Und da habe ich mir überlegt, dass in den 2 Wochen kann man auch mal ein bisschen was Besonderes machen. Und zwar werde ich wohl, wenn alles klappt, mit Motility einen Livestream machen, wo er mir War Thunder beibringen wird. Nee, das ist nicht die... Nein, Kirtano. Nein. Die Vier-Pfoten-Aktion, die ist im November. Die wird auch nicht von mir organisiert. Diese Vier-Pfoten-Aktion ist organisiert von Fallen. Die ist im gesamten November und da machen ganz viele andere Streamer mit, nicht nur ich. Das, was jetzt im Oktober läuft, ist das, was ich auch die letzten Jahre schon gemacht habe. Das ist die Spendenaktion für das Kinderhospiz hier in Leipzig bei mir. Also bitte nicht verwechseln, die Wauzi-Aktion, die ist erst im November und die ist auch viel größer, weil viel mehr Streamer, viel mehr Spiele unterstützt von Wargaming. Genau. Ey, wie weit ist denn diese Insel weg? Das ist ja krass. Timo, ich werde jetzt auch kein War Thunder Streamer werden, aber ich weiß, dass es immer wieder die Fragen gab, ob ich das mal spielen kann und deswegen machen wir das jetzt mal. Aber es gibt noch kein Datum. Ich habe heute nur kurz mit Motility geschrieben, ob er das machen würde und Timo, du musst gar nichts sparen. Jeder gibt, ob er möchte, wie er möchte und wie er kann. Also ich freue mich über jede Spende, die wir da einsammeln, aber bitte versteht das nicht, dass ich das irgendwie von euch erwarte. Um Gottes Willen, ja? Um Gottes Willen. Ja, mach mal, Kirtano. Ich weiß gar nicht, hat diese Flugzeuge hier, der Autopilot, der hat keinen Speedlimiter, ne? Das kann der nicht. Ich muss noch dran denken, nicht alles vorher auszugeben. Okay. So, da unten ist die Insel. Aber das sind schon ein paar Ecken hier, wo man fliegen muss. Die andere sieht man kaum noch. Das wirkt immer noch, als ob wir mega hoch wären, dabei sind wir gar nicht so hoch. Machst du die Flight-Sim-Streams in der Regel immer um 19.30 Uhr? Ja, eigentlich schon. Also eigentlich genau zu den Zeiten, wo ich auch die anderen Streams mache. Also es gibt im Grunde 3 Streamzeiten, die ich an den normalen Wochen habe. Das ist montags direkt nach der Arbeit. Also wirklich, da komme ich nach Hause, esse was kurz und dann geht der Stream los. Die anderen Streams innerhalb der Woche sind meistens, also sind eigentlich in der Regel 19.30 Uhr, weil dann kann ich nach der Arbeit noch irgendwie Sport machen oder mich ums Aquarium kümmern oder noch was anderes aufnehmen. Und dann halt am Wochenende, was meistens so 10.30 Uhr um 11 Uhr ist. Steht sogar ein Gebäude auf der Insel. Ich glaube, da können wir nicht landen, Lul. Gut, danach fliegen wir auf jeden Fall nach Moskau. Das war ja der Wunsch von Dirk schon vor 12 Tagen. Timo, haust da rein. Trotzdem danke, dass du da warst. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Da blinkt doch was. Ja, das blinkt schon die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es weg. Alerts aufgeklappt. Steht nichts drin. Keine Ahnung. Okay, Autopilot aus. Und jetzt fliegen wir wieder selber. Das scheint so eine pure Hotelinsel zu sein, so wie das aussieht. Und die ist auch nicht wirklich groß. Ich würde mal tippen, wenn man einmal um die Insel läuft, sind das so 3-4 Kilometer oder so, höchstens. Ist die Lauffrau schon da? Ich habe noch gar nichts geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob sie hier super Internet. Aber den machen wir unbedingt. Kannst du noch mal das Video aufmachen, Cortano, und mir dann vielleicht mal raussuchen, wie der Flughafen heißt, damit wir den dann finden. Okay, also zugegeben, das sieht alles ziemlich langweilig hier aus. Ich hätte es ja, glaube ich, ansonsten gucke ich gleich selber nochmal, ist auch kein Problem. Also Malediven, was soll ich sagen? Nicht sehr spannend. Die Frage ist, ich habe ja letztens, das muss ich euch mal kurz zeigen, ich mache kurz Pause. Ich habe ja letztens nochmal in den Optionen hier reingeschaut. So Ausfälle und Schäden, ne? Ist hier alles auf schwer und aktiviert. So, und was ich aber nicht ganz verstehe ist, nein, ich will nichts speichern. Verwerfen, danke. Hui, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil hier ist alles so eingestellt, wie ich es haben will. Pilotensteuerung, was ist da ein? Achso, ja, okay. Worum es mir ging war, jetzt ist es glaube ich hier, Flugmodell. Es gibt hier modern. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und es gibt... Ja, und es gibt klassisch. Bei klassisch kann man hier Sachen umstellen. Bei modern nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Auswirkung hat. Ich habe keinen Plan. Also wenn das irgendjemand von euch weiß... Ich würde jetzt gerne versuchen... hier auf diesem Grasstück zu landen. So, dafür müssen wir jetzt nur mal ein bisschen ausholen. Wir müssen die Flaps voll ausfahren. Hey, da ist sie doch, die Lauffrau. Hallo.
Wenn ich den Chat öffne, ist der Ton noch öfter und länger weg. What the fuck? Okay, gut. Das läuft wieder mal im Internet. Hast du bei Vodafone angerufen, Mrs. Lauffrau, was ich dir gesagt habe? So, Hauptmenü. Hab meine Freundin übrigens gestern den ganzen Tag beschäftigt, damit ich in Ruhe zocken konnte. Bin neu. So, wir wollen nach Moskau, weil das war der Wunsch von Dirk. So, hier. So, wir haben hier Lomonosow Universität. Moskau, glaube ich, zwei Flughäfen, bilde ich mir ein. Welcher ist denn jetzt näher dran? Der hier, oder? So. Wir müssen grob nach Nordosten. Ich würde mal sagen, so Kurs 7070. So, der Flugplatz, den... Könnte es St. Barth sein? Ich habe den Kommentar noch etwas von TFFJ gelesen. Das ist der vier Stellencode. Ach so, du bist da, aber nur sporadisch Ton. Ja, wow. Drei Notizzettel in der Wohnung verteilt. Willst du mich? Ja, das kenne ich, das Spielchen. X-ray Golf Sierra Runway 24 ready for takeoff straight out departure. Da sind wir in Moskau. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Ich glaube, die Innenstadt. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, damit ich hier keinen Mist baue. Es könnte sein, dass ich vergessen habe, ruf da an! Ohne den auf den Sack zu gehen, passiert dann nichts. So, Moskau. Okay, die Innenstadt ist quasi hier. Hier ist die Innenstadt. Und der Kreml müsste dann... Der Rote Platz müsste... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Rote Platz müsste hier sein. Hier müsste der Rote Platz sein. Okay. Flaps full. Full Speed. Bremsen lösen. Es geht los. Wir müssen aber danach erstmal eine Runde drehen. Also. Seitenruder mit der Tastatur. Es ist einfach scheiße. Achso, Flight Director. Ne, der war schon an. So, abheben. Fahrwerk. Engaging Autopilot. So, das funktioniert. Einmal Flaps einfahren. Jetzt. So, Heading. Passt das ungefähr? Ich muss mal gucken, wo wir sind. Ne, wir müssen noch weiter. So, Flaps können komplett rein.
Wir wollen. Was ist denn jetzt hier? Approach? Ach, hier ist der Altimeter, okay. So, Altimeter. Machen wir mal nicht ganz so hoch, wir machen mal 1800 Meter. Viel mehr, viel höher müssen wir eigentlich nicht. Nee, da landen will ich jetzt eigentlich nicht. Oh, wir sind ganz schön schnell. Ich muss mal ein bisschen Schub rausnehmen. Ah, gut. Ach, guck mal, da steht doch schon irgendwas. Wir müssen noch weiter nach rechts. Wunderbaren Plattenbauten, die Vororte von Moskau. Das ist so ein bisschen wie in Leipzig-Grünau. Da gibt es auch solche Satellitenstädte. Also was heißt Städte? Also eine, Grünau, das haben sie damals... Frequency change approved. Da haben sie auch solche riesigen Bauten hier hingepflanzt. Oh. 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 Oh oh. Wow. Okay, alle noch da? Da ist mal eben der Flugsimulator abgestürzt. What the fuck? Ja, schön. Super. Oha, woher kenne ich das nur? Ja, super. Hallo? Jetzt kann ich nicht mehr starten? Was denn jetzt? Läuft das Ding noch irgendwo im Hintergrund? Nö, eigentlich nicht. Ach, jetzt. Mit besten Grüßen nach Moskau. Ah, what the fuck. Ja, gut. Können wir uns kurz den Discord anschauen. Das Spiel auch mal so Ewigkeiten dauert, um zu starten, ey. Das ist auch der Hammer. Macht der jetzt was? Phantom, womit hast du das Problem gelöst? Azure ausschalten. Okay, kannst du mir gleich mal sagen, wo man genau das in den Einstellungen findet? Dass man das hier auch nicht überspringen kann, ist genauso eine Scheiße. Weil dann deaktiviere ich das gleich. Ist das dann quasi das Nachladen der Szenarien oder was genau deaktiviert man da? Geht aber nur, wenn du das englische Sprachpaket in Windows hast. Hab ich. So, pass auf. Opciones. Ist das bei Sound? Nee, hä? Doch, hier, Azure. Einstellungen, Text zu Sprache. Das ist doch eh Bullshit. Windows Offline. Aus. Azure. Muss ich da jetzt auf Windows Offline oder muss ich auf Ausstellen? Ach, hier steht's doch. Die Option Windows Offline ist nur verfügbar, wenn in Windows ein englisches Sprachtext zu Sprachpaket installiert ist. Dann machen wir mal das. Okay, speichern. Okay.
Dann neuer Versuch. Oh, Fliege, geh weg. Wir wollen angepasst. Wir wollen es etwas heller in Moskau haben. Danke. So, na komm schon. So. Auf dem sind wir gerade gestartet. Und dann jetzt nochmal. Sonst ist stumm. Naja, stumm ist scheiße. Stummel ist scheiße. Das wollen wir nicht. Weil ich das gerade lese mit der Pause, das was unten steht. Ich hatte das in Vorbereitung für mein Autopilot-Video, dass wenn ich das Flugzeug in die Pause, also wenn ich Pause gedrückt habe und dann wieder aktiviert habe, dass der Autopilot völlig ausgerastet ist. Wirklich, er ist komplett ausgerastet. Da ging gar nichts. So, können wir schon mal die... Oh, ich bin auch volle Bulle. Ach, diesmal sind wir auf der Runway. Wir müssen auf jeden Fall... Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Wir müssen genau den Gegenkurs haben, also 6-0 oder so. Grob. Machen wir mal 5-0. Das müsste ungefähr... Wir müssen dahin, also 5-0 könnte ungefähr stimmen. Steuerkurs einschalten. Wir wollen vertikale Fluggeschwindigkeit einschalten und wir wollen eine positive Steigrate. Den Flight Director machen wir an. Flaps full, Speed volle Bulle, Parkbremsen lösen und es geht los. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, je nachdem welche Sprache ich packe. Nee, egal. Hauptsache das Spiel stürzt nicht ab. Hauptsache es ist Englisch und das Spiel stürzt nicht ab. Warte mal, den Flight Director hatten wir doch jetzt schon an. Ich hoffe, das wird im nächsten Patch gefixt, weil das ist ja schon essentiell. Also so Absturzsachen sind haben meistens in der Regel die höchste Prio. Hey, ein neuer Mozi. So, Autopilot geht an. Der Flight Director kommt. Und er macht aber keine... Ach hier, Steuerkurs hat man wieder ausgeschaltet. Jetzt müsste er den Steuerkurs auch nehmen. Genau. Und er dreht eine saubere Runde. Sehr gut. Kiro oder K-Ro? K-Ro 33, vielen Dank für den Follow, sei willkommen. So, warum der allerdings jetzt? Was macht denn der? Der hat doch eigentlich eine feste... Jetzt muss ich mal kurz hier gucken. Irgendwie hat er das mit der Steigrate vermasselt. Jetzt haben wir 800 Fuß pro Minute. Wir können aber auch gleich einen Altimeter einwerfen, weil wir sind ja relativ hoch schon. 1800 reicht eigentlich. Also, weil die Lauffrau das gerade wieder geschrieben hat. Ich war ja letztes Wochenende bei ihr. Ich habe mit Vodafone telefoniert und habe auch vorher mehrere Speedtests gemacht. Ja. Also die Lauffrau... Seid ihr von der Judäischen Volksfront? Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Judäische Volksfront! Was? Moskau? Moskau? Madcat, vielen Dank für die 100 Bits. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank und die Judäische Volksfront dankt auch. Danke. Oder die Volksfront von Judäa. Wie auch immer. Also, Internet bei der Lauffrau. Sie hat... auf dem Papier ein DSL-Vertrag mit 16 Mbit. So, nun habe ich gestern am Wochenende
über die App der Bundesnetzagentur vertippt. Moska soll das heißen. Über die App der Bundesnetzagentur. Das ist ganz schön der Wind hier. Habe ich Messungen durchgeführt. Zu verschiedensten Uhrzeiten. Es kommt von den theoretischen. Tower Diamond Alpha Sierra X-ray Golf Sierra frequency change. Vinakovo approach Diamond Alpha Sierra X-ray Golf Sierra tip Diamond to 62 5 miles northeast of Vinakovo 1800 feet. Urbit free gate F. Diamond Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Vinakovo approach. Squawk 6243. Squawk 6243 Diamond X-ray Golf Sierra. Diamond X-ray Golf Sierra radar contact 6 miles northeast of Vinakovo 1,800 feet. Free gate F. Cleared through the Charlie airspace Diamond X-ray Golf Sierra. So, jetzt. Also, ich habe mehrere Messungen über die Breitband-App der Bundesnetzagentur durchgeführt. Es kommen, wenn es gut läuft, 15% an. Das heißt, wir reden hier über Bandbreiten im Download-Bereich von 1 bis 2 Megabit. Ja. Upload, wenn man Glück hat, gerade so mit Ach und Krach 1 Mbit, in der Regel weniger. Und jetzt kommt der Witz dabei. Wir haben mit dem Vodafone telefoniert. Die interessieren die Werte der Bundesnetzagentur-App einen Scheiß. Die haben natürlich ihre eigenen Speed-Checker. Und das Absurde daran ist, dass der Speed-Check bei Vodafone keine Kommastellen kennt. Das heißt, der misst die Downloadrate in ganzen Megabit und die Uploadrate in ganzen Megabit. Das heißt, dass der Upload immer 1 Mbit hat bei Vodafone, weil die kennen keine Werte, die kleiner als 1 sind in ihrem Speedcheck. Das ist eine totale Kundenverarsche. Das muss man sich überlegen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. So, jetzt müssen wir mal hier. Alter, hier ist ganz schöner Wind. Machen wir mal den Autopiloten aus. Genau, die runden einfach auf. Also ich habe zweimal am Wochenende mit Vodafone telefoniert und es ist jetzt so, dass die Lauffrau jetzt erstmal im nächsten Monat eine Gutschrift bekommt über den vollen DSL-Betrag, was sie da jeden Monat zahlt. Und der Witz ist jetzt, ist es das Rathaus hier von Moskau? Kann das sein? Ist es das Rathaus hier vor uns? Und der Knaller ist jetzt eigentlich, dass die gute Dame dann beim zweiten Anruf mir dann sagte, ja, hier ist eine Massenstörung und auch schon länger. Und ich dann so, naja, was heißt denn länger? Naja, seit Ende Juli. Wie bitte? Ja, also Vodafone hat in dem Bereich, wo die Lauffrau wohnt, angeblich seit Ende Juli eine Massenstörung. Absolute Frechheit. Ja, die außerordentliche Kündigung nützt nichts, weil der Vertrag ist schon gekündigt seit April oder seit März 2019, weil die Lauffrau eigentlich zur Telekom wechseln will. So, das Problem im März 2019 war, dass der Vertrag, ihr DSL-Vertrag, zu diesem Zeitpunkt noch exakt ein Jahr lief. Nichtsdestotrotz konnte man ja schon mal vorab kündigen und die Telekom übernimmt auch die ganzen Wechselsachen. So, die machen das alles automatisch. Es läuft. So, was passierte danach im März 2020? Die Telekom stellte fest, ja, sie können gerne bei uns Kunde werden. Das Problem, was wir aktuell haben, wir haben keine Ports mehr in ihrem Bereich frei. Das heißt, sie können nicht wechseln. So, und jetzt versucht die Telekom, also was jetzt gerade passiert, jeden Monat kriegt die Lauffrau eine SMS von der Telekom, ja, der Wechsel kann auch diesen Monat nicht stattfinden, weil wir in ihrem Bereich keine Ports frei haben.
Das Problem ist also, selbst wenn sie jetzt kündigen würde bei Vodafone, dann hat sie gar kein Internet. Ja? Null. Dann hat sie gar nichts. Das ist natürlich auch scheiße. Also ja, ich würde Vodafone gerne sofort dort den Fuß in den Arsch treten und sagen, ihr könnt uns mal, wir wechseln, aber wir können nicht wechseln. Wir sind auf Gedeih und Verderb diesem Vodafone-Scheiß ausgeliefert, solange die Telekom es nicht gebacken kriegt, irgendwie Ports zu erweitern in dem Bereich. Das ist... Also ihr müsst euch das vorstellen. Sie kann kein Twitch gucken, das geht gar nicht. Twitch geht null. Überhaupt nicht. Selbst wenn sie die Qualität einstellen kann des Streams, du kannst es komplett vergessen, dass sie einen flüssigen Stream hinbekommt. Wenn ich am Wochenende bei ihr bin und wir wollen freitags Haske Huppi gucken, ja, diesen dänischen DJ, dann habe ich mittlerweile einen LTE-Surfstick dabei von der Telekom, damit wir über den LTE-Surfstick von der Telekom einen Stream gucken können. Diamond X-Ray Golf Sierra. Sherman Iavo approach Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 1800 feet. Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Sherman Iavo approach continue as planned. Altimeter 29.91. Sag mal, sollte hier nicht der Kreml sein? Bin ich irgendwie blöd? Kann mir jemand mal Geografieunterricht geben, wo ich den Kreml finde? Hier müsste irgendwo der rote Platz noch sein. Bin ich bescheuert? Rote Platz müsste direkt unter uns sein. Hä? Oder bin ich an der falschen Schlaufe des Flusses? Nee, eigentlich nicht. Sie hatte zum Testen mal für einen Tag so einen LTE-Cube von O2. Das war scheiße. Diamond X-Ray Golf Sierra SI Verlassen Minen Luftraum Radar Service Bin Dead Squawk 1200. Frequenz Wechsel Genemigt. Squawk 1200. Frequency Change Approved Diamond X-Ray Golf Sierra. Vinikovo approach Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Tip Diamond D62 13 miles west of Uniform Charlie Hotel Hotel 1700 feet. Urban Free Gate F. Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Vinikovo approach. Squawk 5001. Squawk 5001 Diamond X-Ray Golf Sierra. Diamond X-Ray Golf Sierra radar contact 14 miles west of Uniform Charlie Hotel Hotel 1600 feet. Ach, da ist der Kreml. Oder? Nee, das ist. Ach doch, hier. Ist das der rote Platz hier unter uns? Also irgendwie bin ich gerade. Sag jetzt nicht, die haben den roten Platz hier nicht mit drin. Hier fehlen Gebäude. Hier fehlen Gebäude. Guckt euch das mal an. Hier fehlen Gebäude. Hier sind nur die Texturen da. Ich kenne mich in Moskau halt nun überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, hier sind auch einige und sehr viele Gebäude einfach nur generisch generiert. Aber rein geografisch müsste das jetzt... Das ist der Kreml. Das sieht doch... Wow, irgendwie, da fehlt auch hier ein Gebäude. Das ist völlig falsch platziert. Ja, das müsste der rote Platz hier irgendwie sein. Aber das ist der rote Platz. Das ist der rote Platz, oder? Das ist der rote Platz. Und hier ist eigentlich der Kreml, oder? Aber das ist ja eine absolute Katastrophe.
Also jetzt mal ernsthaft, das ist doch scheiße. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich meine, ich glaube, das da hinten ist das Rathaus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das Rathaus. Das sieht richtig gut aus. Aber das hier unten, das ist ja das Wahrzeichen von Moskau. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Medkit kann sein. Auf jeden Fall fehlen hier ganz viele Gebäude. Das sind alles nur Texturen. Diamond X-Ray Golf Sierra SI Everlassen Minen Luftraum Radar Service Bin Dead Squawk 1200. Frequenz Wechsel Genemigt. Squawk 1200. Frequency Change Approved Diamond X-Ray Golf Sierra. Share Metaevo Approach Diamond Alpha Sierra. Erlöserkirche, okay. Sierra is Type Diamond to 6215 miles northeast of Vinokovo. Request Flight Following. Diamond Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, Share Metaevo Approach. Na, ist ein bisschen schade, muss man sagen. Squawk 7616. Squawk 7616 Diamond X-Ray Golf Sierra. Also wie man das dreht und wendet, wegen dem LTE und dem Internet bei der Lauffrau. Bei LTE hast du das Problem, erstmal, dass der Empfang einigermaßen gut sein muss und du hast das Problem des Datenvolumens. Diamond Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, Vinokovo Approach, continue as planned. Können die mal aufhören mit Quatschen, ey. Boah. Vinokovo Approach, Diamond Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra. Request clearance to transition Charlie Airspace. Diamond Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, Vinokovo Approach. Cleared through the Charlie Airspace. Cleared through Charlie Airspace, Diamond X-Ray Golf Sierra. Hier ist das Stadion. Ich habe immer das Gefühl, an den Sehenswürdigkeiten, wo wir rumfliegen, ist immer gerade so eine Grenze zum Wechsel zwischen den Kontrollzonen. Aber das Stadion ist auch bloß eine Textur. Da fehlt auch das 3D-Model. Naja, gut, okay. Ja, das Gebäude sieht auf jeden Fall gut aus. Da haben sie sich Mühe gegeben, das merkt man. Das sieht echt schon pompös aus, ne? Kann man nichts sagen. Na, da ist das Flugzeug zu groß. Das müsste man mit einer Cessna machen. Außerdem, das ist schon ganz schön eng. Ich will jetzt eigentlich zum Flughafen zurück. Ich müsste eigentlich. Wir müssen direkt vor uns irgendwo auftauchen. Also wie gesagt, ich kenne mich in Moskau nicht aus, aber ich glaube schon, dass das hier relativ realistisch ist, was hier für Gebäude stehen. Sieht schon krass aus. Sehr, sehr nach Platten. Eng ist relativ. Hey Jungs, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Die Blocks könnten richtig sein. Ja, das denke ich auch, dass die Wohnblocks ja richtig sind. Aber das ist schon. Ich meine, guckt euch mal diese Plattenbauscheiße an. Guckt euch das mal an. So weit das Auge reicht. Hier, das ist unfassbar.
Ja, typische Siedlung. Das Autobahnkreuz sieht auch spannend aus. Das ist gar kein richtiges Kreuz, das ist ein Dreieck. So, direkt vor uns müsste eigentlich dann... Ach, da. Da ist die Landebahn. Fand Cortano, das sagt der Richtige. War das eben früher, ja. Ein wahrer Engel. So, Flaps voll. Wasser landen und starten haben wir beim letzten Mal gemacht. Das ist relativ unspektakulär. Da sind die Physics noch nicht so gut. Also das Wasserflugzeug ist eher so bescheiden. Fahrwerk draußen, ich glaube, oder? Ja. Das war doch schön. Ja, wenn du auf Wasser landest, crashst du halt, wenn du kein Wasserflugzeug hast. Dann war es das dann halt einfach. So. Jetzt gucken wir mal. Essen blieb auch drin.
Also, Kirtano hatte gesagt, warte, das war hier oben. Zack. TFFJ. Ah ja. Sankt Bartholomew Island. Sankt Bartholomew. Okay. Ich würde ganz gerne aber mal eine kleinere Maschine dafür benutzen. Dass man hier nicht scrollen kann, dass man immer hier unten das Ding benutzen kann, das nervt mich ein bisschen. So, eine Cessna. Wir nehmen die Skyhawk G1000. So, müssen wir mal kurz gucken. Ah ja, hell dafür ist es. Schauen wir mal. So, starten. Juliana, haust rein. Gute Nacht. Ja, das ist der Flugplatz. Also. Ach du Scheiße. Wie geil. Oh, das ist lustig. Oh, das ist. Oh, das ist lustig. Also. Ah, von da hinten müssen wir ran. Manche landen ja mit dem A320 oder Boeings auf Courchevel. Was? Okay, Flaps full. Ja, starten geht noch. Jetzt musst du hier bestimmt die Platzrunde. Oh, Alter! Huch! Ui! Hallo! Schönes Schiff! Oh, sieht schon schick aus hier, ne? Ein kleiner Trawler da unten. Trotzdem, mir fehlt so ein bisschen Wasserbewegung, muss ich zugeben. Mir fehlt so ein bisschen... Also man sieht ja überhaupt keine Wellen. Das ist ein bisschen strange. Hallo Fraba, guten Abend. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Juliana approach. Squawk 4223. Squawk 4223 Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha radar contact 1 miles northwest of Tango Foxtrot Foxtrot Juliet 700 feet. Altimeter 29.8. Copy Cessna Golf Sierra Alpha.
Da kannst du schön chatten nebenher. Ja, ab und zu muss man sich ein bisschen konzentrieren. Vielleicht sind die Wellen aus. Es. Jetzt mal ernsthaft, ich habe doch keine Wellen ausgeschaltet. Also allgemeines Grafik. Ich habe alles wie sonst auch. Ja, nee, das passt schon. Ich darf nicht zu hoch steigen. Also ich habe keine versucht zu kaufen, Fraba. Und ich weiß auch ansonsten nicht von jemandem, der versucht hat, eine zu bekommen. Ich weiß nur, dass P9 sich jetzt eine vorbestellt hat. Das Blöde ist, dass man hier die Trimmung immer so scheiße nur sieht. Naja, also das, was ich heute gelesen habe, P9, musst du wohl mindestens einen Monat warten, bis du eine kriegst. Wir sind viel zu hoch. Ich höre kaum was vom Spiel. Hört ihr was vom Spiel? Leises Motorbrummen. Naja, ich kann das auch wieder lauter machen, ne? Das ist kein Problem. Ich hatte das halt nur mal so leise, weil das alles auf den Keks ging, Sound. Ja, sag mal, lässt du mich hier raus? Hä? Wieso ist er denn jetzt hier? Gute Dämmung. Hey, ein neuer Mozi. Paul Nase, danke für dein Abo auf YouTube. Willkommen. Wir sind so hoch, oder? Irgendwo ist hier direkt neben mir ein anderes Flugzeug. 500. Continue. Sagt man, glaube ich, erst bei 100 oder so. Ah ja, da unter uns. Alter, das ist ja echt pervers. Hui! Wir sind auch fein zu schnell. Alter, da steht eine 747. Okay, wir starten erstmal durch. Hihi, huhu. Ja, nee, ist klar.
Okay, wir waren zu schnell. Würde ich sagen. Oh, und vielleicht sind wir auch nicht hoch genug. Ich komme gerade nicht wieder hoch mit der Kiste hier. Mir schmiert die Kiste gerade ab, das gibt's ja gar nicht. Kommst du nicht vom Wasser aus rein? Nee, nee, es gibt Videos, wo die von der Seite anfliegen. Ach, aber das verläuft sich wieder, würde ich sagen. Ja, gibt es einen, aber die Physik, die ist scheiße bei Wasser. Wo ist denn der Scheißkerl? Direkt über uns. Direkt über uns, oder? Oh, die Insel da unten sieht schon cool aus. Das Problem ist eigentlich, dass du kurz vor der Landung noch mal so einen richtigen Drop machen musst. Ich glaube nicht, dass wir zu schnell sind. Die anderen sind viel schneller als wir. Die Frage ist nur, ob die auch runterkommen oder ob die durchstarten jedes Mal.
Das ist auf jeden Fall ein perverser Anflug. Du musst halt echt den Mut haben, dort über diese Kuppe drüber zu kratzen. Sonst kommst du nicht runter. 500. Ja, ja, continue. Geht doch! Ist doch gar nicht so schwer. Ist doch gar nicht so schwer. Das ist doch, war doch gut. Und jetzt noch mit den Pedalen, wenn man irgendwann, wenn ich welche habe, dann ist doch perfekt. Alter. Kriegt der die Hütte hoch? Der ist ja mit einem Dreamliner gerade gestartet. Wie geht das denn? Warte mal, das will ich jetzt auch ausprobieren. Kann ich das Flugzeug einfach wechseln? Nee, kann ich nicht. Ich muss hier neu starten, oder? Das ist blöd, dass man das Flugzeug nicht wechseln kann, sondern dass ich tatsächlich jetzt, dass ich jetzt zurück ins Hauptmenü muss und neu laden muss. Das ist bescheuert. Ah, den Dreamliner kriegen wir da hoch. Komm. Wenn der das schafft, dann schaffen wir das auch. Das war jetzt, es ist halt null realistisch. So, okay. Abflugsort wählen. Airbo, hier ist der Dreamliner. Okay, welche... Ich habe ja jetzt hier nichts eingetragen. Welchen Namen sehen denn die anderen überhaupt? Ne, landen kriegst du, das kriegst du nicht hin. Also starten kriegst du die Dinger, aber landen kriegst du nicht. Woher 83, okay. So, Gewicht. Wir brauchen nicht viel Treibstoff. 10% reicht. Wir müssen die Hütte so leicht wie möglich machen, dass wir hochkommen. Versuch vom Wasser aus, ihr Spinner. Nee, das ist jetzt ein bisschen Spaß. Aber wir wollen ja auch ein bisschen ernsthafter irgendwann fliegen. Wir werden dann mal noch ein paar Lande-Challenges machen gleich. So, übrigens kann ich jetzt Moskau abhaken. Wow. Okay. Flaps full. Das ist schon ein anderes Kaliber. So, wo ist denn hier der... Alter! Wo ist denn hier der Autopilot? Der muss irgendwo hier oben sein, ne? So. Hier ist der Autopilot. Flight Director. Das ist hier. Ach, der ist schon eingeschaltet. Okay. Dann... Automatische Schublenkung. Krass, okay. Ich würde gerne... Wo stelle ich denn bitte schön die Fluggeschwindigkeit ein? Steuerkurs? Was ist da jetzt aktuell eingestellt? Heading. Bestimmt 360, oder? Ach ne, hier, 103. Das ist dann genau die Ausrichtung von der Bahn, oder was? Wieso, wo habe ich denn hier den? Wieso ist denn hier kein Kompass?
Ach, hier. Doch, das ist genau die Ausrechnung der Bahn. Okay, sehr gut. Ich glaube, starten tun die nur mit was? Mit Slats? Was sind Slats? Flaps 1. Ich will mal kurz mit den... Das ist die Steigrate. NAV. So, das ist nicht vorne mit FLC, NAV. Nochmal NAV. Heading. Wo schalte ich denn Heading ein? Naja, komm, wir starten die Kiste einfach mal. So, Parking Brakes noch an. Wir geben Vollschub. Boah, die Hütte geht aber ab. Das war jetzt einfacher als gedacht. Julianos approach layer 1234 is type Boeing B78X 1 miles east of Tango Foxtrot Foxtrot Juliet. Request flight following. Layer 1234 Juliana approach. Squawk 7427. Squawk 7427. Okay, das war jetzt tatsächlich mega einfach. Hier. Ah, man muss einfach noch draufklicken, okay. Copy layer 1234. Layer 1234 contact San Juan Center on 128.65. 128.65 for layer 1234. San Juan Center layer 1234 1400 feet. Layer 1234 San Juan Center continue as planned. Altimeter 29.88. Hat der jetzt eigentlich den Schubregler drinne? Ah ja, der regelt schon selber den Schub, alles klar. Altitude ist schon auf 10.000 eingestellt. Okay. Wow. Okay, das war jetzt tatsächlich sehr einfach. Ich hätte jetzt gedacht, dass es schwerer ist, dieses Ding auf der kurzen Bahn hochzubringen. Aber egal, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Das ist so Spielerei, das... Ich will ja ansonsten noch ein bisschen lernen hier. So, Nizza. Aktuelles Spotlight-Event. Landeherausforderung. Okay. Nehmen Sie in den nächsten beiden Wochen an einer neuen, zeitlich beschränkten Landeherausforderung teil, um die Spitze der Bestenliste zu erklimmen. Der Flughafen Nizza ist ein verkehrsreicher Flugplatz, der sich 6 Kilometer südlich von Nizza in Frankreich befindet. Als primärer Flugplatz für ankommende Besucher der französischen Riviera und Monacos erleben Fluggäste und Piloten hier eine der spektakulärsten Landschaften der Welt. Und auch wenn der Landeanflug Piloten nicht allzu viel abverlangt, müssen sie sich doch auch unter den günstigsten Bedingungen entsprechend der Landebahn 22 rechts ausrichten und alle Parameter stabil halten, um den Boden zu erreichen. Okay. Okay. Ja, okay. Warum der aber so eine Kurve fliegen will, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Man macht da einfach über die Stadt oder so.
Na gut, wir lassen ihn mal laden. Vermutlich ein gerader Anflug zu einfach wäre, das kann natürlich sein. Kann man hier wechseln? Oh Gott. Ja, ich muss mal nach Pedalen Ausschau halten. Ich habe keine Ahnung, was es da so gibt und was man da empfiehlt. Denk dran, 22 rechts müssen wir landen. Naja, wegen dem Seitenwind. Die Hütte wackelt ganz schön, ey. Scheiße, ich bin so tief. Nein! Zu früh! Zu spät! Zu hart! Ah, Mist! Die letzten 200 Meter waren scheiße! ...850.000 Punkte Platz... Ah, das war nicht gut. Obwohl, ja, Präzision fand er eigentlich relativ gut, aber das Bodenrollen nach links und rechts war scheiße und... Also, den Punkt haben wir ganz gut getroffen. Was scheiße war, war die Sinkrate, die war nicht ganz optimal und... der Versatz nach links und rechts. Ansonsten war es gar nicht so schlecht. Warum habe ich eigentlich Phantom hier nicht als Freund drin? Frechheit. Okay. Was gibt es denn noch als Lande-Challenges? Dafür, dass man immer wieder ins Menü zurück muss, finde ich die Ladezeiten zu lang. Aktivitäten. Landeherausforderungen.
Bekannte Orte und zugängliche Herausforderungen fokussieren sich auf elementare Landetechniken, Präzision und Reibungslosigkeit. Stellen Sie sich den weltweit markantesten und gefährlichsten Ort, in dem man landen kann. Starke Winde erschweren deinen Job als Piloten umso mehr. Stellen Sie. Okay, machen wir mal das in der Mitte. So, Lukla hatten wir ja schon mal. Courchevel hatten wir schon. Ach, guck mal, hier. St. Bartholomew, da waren wir ja gerade schon. Indonesien, was haben wir denn hier? Wo ist denn... Ach du Scheiße, ist das die Landebahn? What the fuck, ist das die Landebahn? Das ist doch nur nicht... Das ist doch nichts. In Fliegerkreisen ist die indonesische Provinz Papua geradezu berüchtigt für ihre schlecht gewarteten bergigen Landepisten, die oft der einzige Verbindungspunkt zwischen Einheimischen und der restlichen Welt sind. Und auch Bugalaga ist mit seiner gefährlich steilen, schrägen und kurzen Landebahn keine Ausnahme von dieser Regel. Alter, ihr habt doch eine Vollmeise. Das stimmt, Phantom. Ja. Ach, du große Kacke. Okay, also wir müssen einmal eine 270-Grad-Kurve fliegen. Das ist doch ein Witz! Wir werden alle sterben. Ich sehe die Bahn noch nicht mal. Oh nee, aber nicht steigen. Fuck, mir leid. Keine Ahnung, ob wir richtig sind. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, da. Oh ja, perfekt. Sind wir gar nicht so schlecht. Jetzt muss die Hütte nur noch runter. Alter. 500. Nein! Wir sind noch nicht unten! Alter! Ja. Ah, schön. Landung fehlgeschlagen. Aber wir waren nah dran. Das war gar nicht so scheiße für den ersten Versuch.
Wir waren perfekt ausgerichtet. Das Problem war nur, dass die Hütte nicht runtergekommen ist. Schnell. Ja. Okay, also wir sind runtergekommen. Präzision fand er jetzt nicht so gut. Sink gerade war halt ein bisschen scheiße. Was ist denn die Top 10? Was hatten die hier? Die sind auch super gut, ey. Ich frage mich, ob die Kurve links rumfliegen muss. Theoretisch kannst du ja auch gleich links und dann rechts rum und das Teil gerade anfliegen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Du kommst zu hoch. Das ist schon so gedacht, dass du diese Kurve als Sinkflug benutzt, weil du, glaube ich, auf der Gegenbahn... Ich glaube, du kannst es von hier aus nicht anfliegen, weil hier der Bergrücken im Weg ist. Okay, wir müssen also versuchen... Die Kurve ist gar nicht das Problem. Du kannst hier ruhig die Kurve ausladender fliegen, dann hast du auch mehr Weg, um das Flugzeug zum Sinken zu bringen. Und dann hast du auch... kommst du nicht wie so ein Stein runter. Schade, dass die Lauffrau nicht zugucken kann. Das ist genau was für sie hier.
Das Ding bekommt durch die Full Flaps nochmal so viel Auftrieb. Scheiße, wir sind schon wieder zu hoch. 500. Jawohl. Aber diesmal haben wir zu spät aufgesetzt. Jetzt haben wir zwar... Jetzt sind wir nicht so hart aufgekommen. Ah, der war schlechter, oder? Wie viel hatten wir denn vorher? Wie viele Punkte? Jawohl, der war glaube ich besser, oder? Ich frage mich, wie oft Leute das fliegen, um dann hier wirklich 1,7 Millionen Punkte zu haben. Der war besser, okay. Okay, Courchevel haben wir natürlich schon gemacht. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Gut, wir könnten Lukla nochmal versuchen. Das Spielchen kennen wir ja schon. Der Flughafen Lukla ist ein kleiner, aber beliebter Flugplatz in Ost-Nepal, der jedes Jahr zahlreiche Besucher anlockt, die es auf das Erreichen des Basislagers des Mount Everest abgesehen haben. Für Piloten ist dieser Flugplatz einer der schwierigsten der ganzen Welt, da sie sich auf starke Winde, dichte Bewölkung, keine Option zum Durchstarten sowie eine kurze, unsteile Landebahn einstellen müssen. Die mit einer großen Felswand endet, die keine Fehler verzeiht. Jo. Okay. Dann schauen wir mal, wir müssen einfach nur eine leichte Rechtskurve fliegen. Haha. Scheiße, wie soll man denn da was sehen? Schön. Sieht irgendjemand die Bahn? Ach da, oder? Das hier? Das ist die Bahn. Fuck it.
Ja, schöne Aussichten auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wie Courchevel. Nur Courchevel hat, hat glaube ich, einen einfacheren Anflug und die Bahn ist ein bisschen besser. Hier haben wir das Problem, dass die halt extrem bergauf geht. 500. Okay, wir waren zu langsam. Wir waren zu langsam. Ach du Scheiße. Wir sind wie so ein nasser Sack nach unten geplumpst. Wir machen das nochmal. Aber der Anflug an für sich war gut. Ich habe bloß ehrlich gesagt nicht auf den, auf die Geschwindigkeit geschaut. Und dann hatten wir einfach einen Strömungsabriss. Das war jetzt das Problem. Wir müssen tiefer anfliegen, damit wir da am Ende wieder ein Stück hochziehen können. Aber das geht schon, das kriegt man hin. Ich frage mich tatsächlich auch, ob man bei der Maschine überhaupt Full Flaps fliegt im Landeanflug, weil die hat immer mal so ein, wenn ich jetzt die Flaps ausfahre, kriegt der immer noch mal so einen extremen Schub nach oben. Shit. Ah, Kacke, wir sind nochmal aufgesetzt. Der war ansonsten so gut. Ah, zwar zu früh, aber eigentlich war das gut. Scheiße. Der Bouncer war kacke. Ach, komm, noch einmal. Das ist gar nicht so schwer.
Der Bounce hätte jetzt nicht sein dürfen. Theoretisch, ja, das ist halt die Frage, wie viel Aufwand da oben betreiben kann. Du musst ja auch überlegen, dass du dort Baumaterial hinbringen musst und schweres Gerät, um da überhaupt die Bahn bauen zu können. Und vielleicht ist das das Problem gewesen. Hat das was mit Wind zu tun? Naja, schon. Na, du musst ja mal gegen den Wind landen. Und starten. Joker, du... Kann ich dir gleich was zeigen, was eventuell hilft? Was? Huch. Moment mal. Ach, das kann man nicht pausieren. Seid ihr noch da? Ist das Stream noch live? Wieso kommt da die Meldung, dass ich kein Internet habe? Scheiße, jetzt muss ich mir ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen hier. Naja, wenn da steht kein Internet, dann muss ich erstmal ins OBS reingucken, ob das... Schnauze, wir stornen nicht. Also der Scheiße. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Geschwindigkeit geschaut. Wir waren zu langsam wieder. Mist. Ach, der war schlechter. Präzision der Landung war jetzt scheiße. Der Rest war gar nicht. Er war besser hier, aber die Präzision war jetzt kacke, dadurch, dass wir gestallt sind. Die Frage ist, dass das Spiel abstürzt beim Autopiloten. Das Problem habe ich nicht. Aber ich, Phantom und ich, wir haben andere Probleme gehabt. Ich würde gerne mal raus hier. Hallo, Aktivitätenmenü, genau, danke. Und zwar, dass das Spiel einfach so abstürzt. Hatte ich vorhin auch einmal. Und da haben wir jetzt, da war die Empfehlung, dass man unter Sound hier bei Einstellung Text zu Sprache entweder auf aus, das heißt, dann hat man gar keine Sprachausgabe mehr, oder auf Windows Offline stellt. Allerdings, wenn du Windows Offline einstellst, musst du ein englisches Sprachpaket installiert haben in Windows. Auf jeden Fall, dass man Azure ausmacht. Azure scheint das Problem dabei zu sein. So, was gibt's denn eigentlich im Marktplatz? Gibt's was Schönes zu kaufen mittlerweile? Wien gibt's. Kopenhagen. Wie kann man denn hier Trondheim? Das ist Aerosoft. Gibt's auch schon Flugzeuge? Nee, ja, es gibt nur Szenarien. Na ja, gut. So, willkommen. Nizza haben wir schon gemacht. Was haben wir denn jetzt noch an Lande-Challenges? Episch. 2 Flugzeuge gibt's, okay.
Niederländisch-Karibik. Oh, das sieht lustig aus. Also wie gesagt, Joker, ich weiß nicht, ob dein Problem das gleiche ist, was wir beide hatten, also Phantom und ich. Bei uns ist das Spiel halt einfach mittendrin abgestürzt und hat jetzt nicht direkt ein Problem mit dem Autopiloten. So, der auf der Insel Saba, der niederländischen Antillen gelegene Flughafen Juanco oder Juanjo e... Ach, verfügt mit einer Länge von 400 Metern über eine der kürzesten kommerziellen Landebahnen der Welt. Zusätzlich wird die Landung für Piloten dadurch erschwert, dass die Landebahn auf einer Seite von einer hohen Hügelkette flankiert wird und auf beiden Enden mit Steinen abhängend ins Meer endet. Ja, man darf halt nicht zu spät oder zu früh landen, ne? Okay. Warum will er immer, dass ich so eine scheiß Kurve fliege? Ich kann doch hier locker übers Meer gerade anfliegen. Das verstehe ich nicht. Ja, test einfach mal, Joker. Vielleicht hilft's ja. Ansonsten halt auf den nächsten Patch warten. Geht der mir jetzt die ganze Zeit auf... Alter. Halt's Maul. Hat er jetzt schon... Wo ist denn die Landebahn? Ich sehe ihn noch gar nicht. Das wird ja lustig. Ist die jetzt hier oder ist die jetzt hier? Hier müsste die sein. Ne, das sah aber auf dem Bild anders aus. Hä? Ich sehe keine Landebahn. Links ums Eck. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit bei dem Platz, ne? Da. Gott, ist das scheiße. Wer hat denn da diese A-Säule hingemacht? Da sieht man ja einen Mist. Okay, da ist er. Da ist die Landebahn. 500. Oh, wir sind so hoch. Oder? Naja, nee, passt. Jetzt sind wir zu hoch. Ah, jetzt sind wir zu hoch. Nein, jetzt sind wir zu hoch. Scheiße. Oh, fuck. Und wir sind zu schnell. Und wir sind einfach mal vorbeigeflogen. Tschüss. Wie kann ich jetzt die Challenge neu starten? Warum erkennt er das denn nicht?
Ja. Und dann stürzen wir einfach mal ab, oder? Wenn es nicht anders geht. Ja, ich bin ins Wasser gestürzt. Sag mal was Neues. Einfach nochmal neu anfliegen? Das ist ja... Pff. Ich will ja schon den Landepfad fliegen, den er mir hier vorschreibt. Also ja, wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen. Wieso meckert er denn jetzt nicht wegen Landing Gear? Bin ich jetzt zu schnell? Vorhin hat er gemeckert mit Landing Gear und Landing Gear. Vor allem die Hütte steigt ja schon wieder. Ich will gar nicht steigen. Das Cockpit ist kacke. Also muss ich zugeben, das Cockpit von dem Teil ist irgendwie nervig, weil... Hier, wer hat denn sich so eine... Diese A-Säule oder was das ist? Das ist mir immer im Weg. Ich erkenne nichts. Sehe nichts. ...105 zum Landen. Da sitzt du ja dann immer so da und guckst an der Säule vorbei. Es nützt mir auch nichts, das Cockpit, also die Sitzposition nach oben zu verändern. Landing Gear. Landing Gear. Ja, da kannst du ja vor allem auch meinen Kopf drehen. Die Hütte zieht immer wieder nach oben, ey. Tschüss. Don't sink. Fuck. Okay, das ist zu schnell. Die Ansage am Schluss ist geil, ne? Don't sink. Erst wenn man die Landebahn im kleinen Fenster sieht nach links. Okay.
Jetzt sind wir wieder viel zu schnell. Wir sind 160 fliegen wir gerade. Was sind die Hütten? Landing Gear. Also die Herausforderung bei dem Flugplatz ist halt einfach, dass die Landebahn zu kurz ist. Du musst halt echt auf den Punkt hier landen. So viel zu die Landebahn im linken Fenster sehen, ey, krass. Sind wir schon zu weit. Hat das Ding eventuell schon Störklappen? Oder Umkehrschub? Wow. Das war gar nicht so schlecht. Allerdings die Präzision wundert mich gerade, dass die so schlecht bewertet wird. Aber wir haben halt, glaube ich, einen Ticken zu früh aufgesetzt, ne? Was hat der Beste hier? 1,7 Millionen. Du kannst nicht viel später aufsetzen, weil du hast sonst das Problem, dass du echt das Ding nicht zum Stehen kriegst. Okay, den Flugplatz kennen wir ja schon, da sind wir ja vorhin schon gelandet. Allerdings ohne die Herausforderung. Gehen wir dann schon. Landing Gear. Landing Gear. Nach welchen Gesichtspunkten nervt er mich denn hier mit dem Landing Gear, wenn ich keinen Schub gebe oder wie? Hallo Flipsy.
So, wir müssen bei der Insel nach links drehen. Also, ich mal kurz gucken. Bei der hier. Also bei der müssen wir nach links drehen. Wie gesagt, da sind wir ja vorhin schon mal angeflogen. Wir kennen den Spaß ja hier. Bin ich mir unsicher, ob ich schon zu spät gedreht habe. Ja. Boah, vor allen Dingen sind wir schon viel zu tief. Boah. Die Kiste schmiert mir gerade ab hier. Landing Gear. Landing Gear. Gute Nacht, P9. Schlaf gut. Das Problem ist jetzt, dass durch die tief hängende Sonne... Ich sehe überhaupt nichts. Also ich kann jetzt nur orakeln, wo wir grob hin müssen. Ah, die Kurve, die wir gerade geflogen haben, war auch nicht gut. Scheiße, ich sehe nichts. Ich sehe absolut nicht, wo die Bahn sein soll. Sie muss irgendwo vor uns sein. Ah, da. Ja, okay, verstehe. Da ist die Straße, da ist die Bahn. Die tiefstehende Sonne ist da nicht gerade ein Freund. Okay, das haben wir vorhin besser hinbekommen. Boah, Alter, Alter, Alter. Ja, da sind wir auch schon mal am Punkt vorbeigesegelt. Okay. Okay, das war eine richtig beschissene Landung. Das machen wir gleich nochmal. Ich habe die Landebahn nicht gesehen. Das war jetzt mein Problem. Ja, Präzision war scheiße. Ist schon... Kein Punkt für Präzision. Wow. Ich hatte auch gedacht, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber es geht schneller als gedacht hier. Na dann. Landing Gear. Landing Gear. Landing Gear. So, diesmal machen wir das besser. Sieht nicht noch besser aus. Gut. Irgendwie die Maschine. Ich komme mit der Maschine nicht so richtig klar. Die ist ein bisschen schwierig. Aber gut. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich verpasse mal diese Insel, das Eindrehen. Und wie gesagt, die tief hängende Sonne macht es einem jetzt nicht unbedingt einfacher, natürlich.
Aber man kann sich merken, dass man in der Verlängerung dieser Serpentine da einfach die ist die Landebahn. Du musst es echt schaffen, knapp über diese scheiß Hügelkette zu kommen, über die Bäume. Ich glaube, in echt sind da auch gar keine Bäume. Das ist das Problem. Oh, fuck. Oh! Flügel den Baum mitgenommen. In echt sind dort keine Bäume. Hallo, Walli. Oh, so ein Mist, ey. Servus. Das hat mit der Cessna vorhin besser funktioniert, aber die ist auch nicht so schnell, die Cessna. Das ist ja mit dem schon auf jeden Fall was anderes. Ja, da wollte ich es zu viel. Da wollte ich die Kiste halt zu knapp über die Kuppe drüber drücken. Echt nicht einfach. Wie gesagt, in echt stehen da, glaube ich, keine Bäume. Und damit könnte man halt nochmal 5 Meter weiter tiefer anfliegen. Ach, alles gut, Wally, das kriegen wir schon hin. Ach, Dreck. Das gibt's ja gar nicht. Hallo, Bruce. Oh, das war ja noch beschissener als vorhin. Gibt's ja nicht. Ich verstehe auch nicht. Ja, also man, dieser Hügel, warum man überhaupt aus der Richtung anfliegt, warum das der Standardanflug ist. Landing Gear. Ach Quatsch, Wally, wir kriegen das hin. Da ist ja Lukla einfacher anzufliegen, muss man sagen. Also das ist echt, das ist hier so ein nerviges Ding.
Landing gear. Das Problem ist einerseits über diese Kuppe drüber zu kommen und dann aber auch das Ding wieder auszupendeln. Schon Full Flaps. Oh nein, ich habe die Kiste wieder zu früh hochgezogen. Oh Mann! Oh, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Das muss doch mal möglich sein, dass man dann, dass ich die, ich ziehe die zu, also das Problem ist, ich komme mittlerweile über die Kuppe drüber und das Abfangen ist zu viel. Der schwebt dann über diesen Landepunkt rüber. Und dann habe ich halt das Problem, dass mir auch die Pedale fehlen. Ich kann halt das Seitenruder nicht bedienen. Das ist halt scheiße. Das ist echt blöd dann in der Situation. Also Seitenruder wäre jetzt wirklich wichtig, damit du sauber auf die Landebahn kommst. Weil ansonsten haben wir jetzt immer das Problem, dass wir halt irgendwie verziehen oder nicht gerade auf die Bahn aufkommen. Und das macht es tatsächlich schwerer, das Ding zu landen. Ich hatte den Schub jetzt schon komplett weg. Das Problem war nicht der Schub, das Problem war, dass ich zu stark den Knüppel angezogen habe. Und dadurch, ich sie zu sehr abgefangen habe, die Maschine. Landing Gear. Na, ah, das ärgert mich. Das wäre eigentlich, das war jetzt ein guter Versuch vom Anflug her. Man merkt halt, wie der Schwierigkeitsart gerade ansteigt, wenn man ein deutlich stärkeres und schnelleres Flugzeug hat als die Cessna. Die Cessna war easy hier runter zu bringen, weil die auch einfach, ja, die ist halt nicht so schnell. Und die hat auch gute Segeleigenschaften. Das hat der hier bestimmt auch. Aber irgendwie ist es trotzdem schwieriger. Weil dieses Ding ist ja auch ein bisschen agiler als die Cessna. Die Cessna ist ein bisschen behäbiger. Problem ist nicht die Schubumkehr. Die Schubumkehr kannst du ja erst einsetzen, wenn du am Boden bist, wenn du aufgesetzt hast. Jetzt sind wir, glaube ich, ein Stück zu hoch, oder?
Es ist halt echt fies, weil dieser Aufsetzpunkt, dieses blaue Teil, ist ganz weit gefühlt von... Oh. Okay, Schub ist jetzt komplett weg. Ja, Schub ist jetzt komplett weg. Jetzt geht's nur darum... Ah! Das gibt es nicht! Ja, die Landung war zu hart diesmal. Okay, lass mal's gut sein. Also, das bringt nichts. Schade, das ärgert mich. Der Autopilot an. Warte mal kurz. Hier geht nicht Pause in dem Modus, das ist scheiße. Selber steuern. Irgendwas ist aktiviert. Ich kenne halt die Maschine noch nicht. Wow, jetzt bin ich nochmal disconnected. Warte mal, hier, der macht irgendwas. Wo ist denn hier der scheiß Autopilot? Ich bin halt noch nicht in A23 geflogen. Ich weiß jetzt hier nicht, wo der Auto. Hier ist der Flight Director. Wo ist denn der Autopiloten-Hauptschalter? Mal überhaupt gucken, wo wir hin. Okay, wir sind einigermaßen richtig. Aber wir sinken ja überhaupt nicht. Warte mal. Nö, der Autopilot ist aus. Wo ist denn die Bahn? Ach du Scheiße, dort. Ja, okay, gut. Ich hab der. Überhaupt nicht runter, ey. Ja, wir sind jetzt natürlich viel zu hoch. Wir haben vergessen zu sinken. Flaps full eigentlich? Also, irgendwas ist auf jeden Fall noch eingeschaltet, weil der reagiert ja überhaupt nicht auf Drücken und Ziehen. Sag mal, ich kann ja die Hütte voll reindrücken und es passiert kaum was. 500. 400. Landet der selber? 300. Nee.
200. Sag mal, reagiert die Maschine auch auf irgendwas? Also lenken geht, aber die Höhe macht der ja irgendwie... 100. 60, 50, 40, 30, 20. Retard. Wow. Ja, Hallo Juni. Also jetzt ernsthaft, ich habe jetzt nicht viel dazu beigetragen, außer dass ich das Flugzeug gelenkt habe. Präzision der Landung. Wow. Also, das möchte ich bitte nochmal machen. Vor allen Dingen möchte ich mal bitte... Also was ist AP1 und AP2 direkt über dem Autothrottle? Okay. Die waren eigentlich aus, ne? Die waren eigentlich aus. Aber der muss irgendwie noch den... Also irgendwas muss der aktiviert haben. Ich lasse jetzt mal den Flight Director aus. Wobei der Flight Director selber ja nichts macht. AP1 und AP2 sind aus. Das Einzige, was an ist, ist das Autothrottle. Und wir müssen jetzt mal sehen, dass wir hier die Höhe verringern, auf jeden Fall. Aber das macht der alleine. Der erhöht auch selbstständig wieder die Geschwindigkeit. 1000. Okay. Wir haben ihm jetzt mal dem Autothrottle gesagt. So, guck mal, wir müssen noch nicht drehen. Aber jetzt fliegen wir gleich gegen... Kann ich ja ziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Kiste gerade so mit dem ersten Versuch so einfach gelandet habe. Irgendwas... Irgendjemand hat hier gerade noch mitgewirkt. 500. So, Flight Director sagt... Jetzt stürzen wir ab. Jetzt ernsthaft, wir stürzen ab. 200. Es kann mir doch jetzt bitte keiner erklären, dass ich im ersten Versuch wie ein blindes Huhn gerade die Kiste gelandet habe, ohne irgendwie Ahnung von dem Flugzeug zu haben. Das kann mir doch jetzt bitte keiner sagen, oder? Dass das gerade passiert ist. Vielleicht doch der Flight Director. Ja. Kann sein. Wo ist denn der Altimeter?
Sehe die Landebahn nicht. Wo ist die Landebahn? Wir sind zu früh die Runde geflogen. Oh. Wir sind zu früh die Kurve geflogen. Scheiße. Das Verhalten des Flugzeugs ist komisch. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Flugzeug gerade fliege, sondern dass das irgendwie jemand für mich tut. Ich habe nicht das Gefühl, die volle Kontrolle über das Flugzeug zu haben. Das ist echt strange. Das ist zu einfach. 300, 200, 100, 60, 50, 40. Nee. Nein, beim besten Willen. Ich bin, also, sorry, aber ich drück wirklich komplett rein und der reagiert überhaupt nicht richtig. Hier ist irgendein, also das... 20, retard. Nee. Also, was ist das denn? Der verhält sich nicht ansatzweise realistisch. Null und... Ja, von mir aus. Also, sorry, aber... Nein, ich bin den ja schon ganz am Anfang mal geflogen. Und da hat er sich auf jeden Fall... Der hat auf die Eingaben viel direkter reagiert. So, hier, automatische Schubregelung abschalten, einschalten. Er ist jetzt hier auf 160 eingestellt. Machen wir mal 150. Das Problem ist eigentlich gerade noch nicht mal, dass er, Jetzt stürzt die Hütte schon wieder ab, oder was? Hier! Der hat den Altimeter noch aktiviert. Der ist aktiviert. Das Höhehalten ist aktiviert. Deswegen reagiert er da auch überhaupt nicht drauf auf die Eingaben. Was ist denn jetzt? Jetzt. Junge, ey. Der Landeanflugmodus ist deaktiviert. Das ist alles deaktiviert, bis auf die automatische Schubregelung. Und hier, guck mal, ich drücke den Hebel komplett rein und er überhaupt was macht, ist Weihnachten. Das ist komisch. Also, ich weiß nicht. Für mich reagiert ein Airbus anders. Und wer fliegt bitte so einen Landeanflug? Das ist... Beim besten Willen, der reagiert ja null. 100. 60, 50, 40, 30, 20. Retire. Nee, das macht gerade keinen Spaß. Also, ich mache jetzt mal noch was anderes.
Einfach um zu überprüfen, ob der. Also ich. Hier. Also erstmal gehen wir ins Hauptmenü zurück. Das ist doch scheiße. Ich möchte jetzt mal überprüfen, ob der sich wirklich so verhält. Ich meine, ich habe jetzt voll eingeschlagen und das Flugzeug hat einfach nicht reagiert. Ich habe vorhin das Flugzeug so nach unten gedrückt. Ich habe den Yoke auf Anschlag nach unten gedrückt und er hat nicht wirklich drauf reagiert. Also ich will jetzt mal probieren, ob das eventuell an dem eingestellten Flugmodell liegt. Also ja, es ist eine große Maschine. Ich verstehe das. Ich habe früher 747s geflogen im Flugsimulator und die waren nicht so träge wie gerade der A320. Also, wartet mal hier. Da, A320. Sag mal, Live-Wetter ist wirklich, ist ganz ehrlich, kein Wind, null Knoten, es ist Bullshit. Der A320 bei niedrigen Geschwindigkeiten mit weniger Ruderauslenkung ist auch in echt so. Ich will erstmal wissen, ob das mit dem Wind hier stimmt. Also, das mit dem Live-Wetter. Ich dachte eigentlich, dass sie das mittlerweile im Griff haben. Aber anscheinend nicht so. Leipzig 19 Grad. So, mal gucken. Hier, Leipzig. Schön, dass mir die Wetter-App einfach nicht sagt, was wir für Wind haben. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Sag mal. Also, was ist denn das? So, ja, Leipzig. Ich würde gerne wissen, wie viel Wind wir in Leipzig haben. Nö. Gut, dann gucke ich halt auf einer anderen Wetterseite. Ist mir doch egal. Also woran erkennt man eine schlechte Wetterseite? Dass die Wetterseite mir nicht sagt, wie viel Wind ist, sondern mir nur sagt, Sonne, 25 Grad. Also bitte. Okay, Dienstag. Ist es tatsächlich windstill? Okay, gut. Ah ja, es kann sein, dass er nicht verbunden ist. Das kam ja vorhin die Meldung. Wie viel Wind haben wir in Leipzig? Ja. Leipzig Tower Layer 1234 ready for straight out departure at runway 26 right. Oh, was ist denn hier? Was ist denn das für ein schöner Grafikfehler? Ah, jetzt ist er weg, okay. So, mal kurz gucken. Ja. Das sind meine Flaps. Meine Störklappen. So, jetzt bin ich gespannt. So, Flight Director ist eingeschaltet.
So, das ist die Schubregelung. Aeroweather holt sich die Artisec vom Flughafen. Geil. Heading. Boah, das ist. Das Problem ist jetzt gerade, dass ich, wie gesagt, mit dem Flugzeug noch nicht geflogen bin und die ganzen. Einstellungen tatsächlich halt noch nicht kenne. Inoperable. Ausgewählten Steuerkurs nach rechts. Haben wir schon eine Heading ausgewählt oder was? Hier, ausgewählten Steuerkurs. Was ist das? Landekurssender. Drück den Knopf bis Skala Management Heading Mode. Oh, die Bedienung hier ist aber echt ein bisschen anders als in den kleineren Maschinen. Deswegen, wie gesagt, das verwirrt mich halt gerade. Ah, okay. So, wie aktiviert? Ach so, da ist es. Ah, hier ist das Heading aktiviert, okay. So, jetzt würde ich gerne noch eine Höhe eingeben wollen. Luftdruck. Höhe, hier. Achso, ist er jetzt auf 5000 Fuß eingestellt. Und das kann man dann auch aktivieren, ja. Das müsste dann auch. Müsste eigentlich Altimeter stehen. Oder muss ich ihm noch eine. Ah, hier, okay. Knöpfe kannst du ziehen und drücken, je nachdem, ob du den A320 machen lassen willst oder selber. Ich finde das irgendwie nicht gerade intuitiv. Woher sehe ich denn? Wir starten erstmal. Grafikfehler hier. Oh, der hebt ja von selber. Was? Was ist das denn? Der hebt von selber ab? Wow. Overspeed. Also jetzt mal ernsthaft. So, jetzt habe ich Autopilot aktiviert. Mal gucken, was er macht. Der ist gerade von selber abgehoben. Der Autopilot war nicht aktiviert.
Autopilot war aus. Das Einzige, was aktiviert war, war der Flight Director. Und der macht alleine nichts. Die ganzen anderen Sachen, die ich vorausgewählt hatte, waren zwar aktiv, aber die sind so lange inaktiv, solange der Autopilot inaktiv ist. Kann mir das bitte... Leipzig Tower Layer 1234 Frequency Change. Berlin Center Layer 1234 is type Airbus A20 and 4 miles west of Leipzig. Request flight following. Layer 1234 Berlin Center. Squawk 0615. Squawk 0615 Layer 1234. Layer 1234 radar contact 5 miles west of Leipzig 3400 feet. Altimeter 29.92. Copy layer 1234. Wie kann ich Ihnen denn im 100er Schritten sagen, dass er die Höhe von... Ach hier. Nee, macht er nicht. Ja, Flaps. Wieso sage ich ihm Sinkflug... Wie kann ich denn hier... Ich weiß... Ich würde gerne in 100er Schritten das einstellen. Macht er das jetzt? Oder muss ich jetzt dafür nochmal drücken? Ah, okay, jetzt habe ich... Okay, ich verstehe es. Ja, ja, okay. Und jetzt muss ich drücken. Nee, macht er auch nicht. Ah, okay. Boah, es ist aber auch... Ja, also, boah. So richtig intuitiv... Also, ja, ich verstehe die Logik, aber so richtig... Also, das funktioniert halt, wenn du haptische Knöpfe hast, aber das funktioniert ja nicht, wenn du... wenn du hier nur irgendwelche Maus-Sachen drücken musst, so Heading erstmal... Halt nach links, nach rechts müssen wir... 260, was ist denn da der Gegenkurs? 100. Nee, 80 muss der Gegenkurs sein. Jetzt sinkt er tatsächlich auch wieder. Aber er hat jetzt... Also sinkt er jetzt auf die 2000 Fuß? Macht er das jetzt? Muss ich jede Eingabe nochmal bestätigen mit einem Klick? Wo ist denn jetzt der scheiß Flugplatz? Ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher, was er jetzt hier macht, weil, ob das jetzt mit der... Ach, guck mal. 2500. Ach. 2400 habe ich jetzt eingestellt. Das macht er aber auch nicht. Jetzt steigt er wieder wie so ein Blödmann. Oder jetzt will er wieder ausleveln. Geben ihm mal einmal Flaps.
Jetzt steigt er wieder wie ein Irrer. Aber warum steigt er? Also. I don't know. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Flugzeug gerade macht. Wirklich nicht. Und das fühlt sich nicht schön an. Er hat hier auch ein Sternchen dran. Ich weiß nicht, was das Sternchen bedeutet. Ich bin völlig überfordert gerade. Muss ich zugeben. Hier, open, jetzt ist open, jetzt macht er was. Jetzt habe ich es nochmal bestätigt und dann ging das. Aber ja. Wow. Es verwirrt mich hart. Und wie kann ich jetzt die Sinkrate einstellen? Ich will ja, dass er noch mit 1400 sinkt. Macht er von allein? Ah, jetzt! Alles klar. Jetzt hat er die 1400 gefressen. Also ich muss ihm erst sagen, er soll die Höhe einnehmen und danach stelle ich erst die Sinkrate oder die Steigrate ein. Wow. Okay. Gut. Das ist schon mal, das ist ja schon mal was. Damit kann ich ja arbeiten. 2500. Das kriegen wir hin. Ach Scheiße, ist ja schon 10:45. Wieso sagt denn keiner was? Ach du Scheiße. Habe ich jetzt so die Zeit verbummelt? Ups. Shit. Wo ist denn jetzt die Zeit auf einmal geblieben? Als ich das letzte Mal geguckt habe, war es 9:45 oder so. Das war vor einer Stunde. Fuck. Die Anzeige hier finde ich komisch. Kann man die umstellen? Kann man sich hier einen Kurskreisel oder irgendwas oder einen Kompass einblenden lassen? Das ging eigentlich mal. Weil die Anzeige nützt mir gerade gar nichts. Die ist einfach nutzlos. Ja, das ist ein beschauter Kompass. Da sind ja noch keine Gradzahlen drauf. Das nützt mir gar nichts. Da links Drehknöpfchen, rechts vom Barometer. Links Drehknöpfchen, rechts vom Barometer. Welches? Helligkeit. Helligkeit. Hier kann man nur Helligkeit einstellen. Oder meinst du das hier? Angezeigte Höhe? Nee. Da wo Plan dran steht.
AP-Panel. Also. Ich sehe es nicht. Ach, hier. Ja, genau, sowas suche ich doch. Achso, hier geht es auch. Ja, lol. Ja, gut. So, wie sieht's denn aus? Ich würde sagen, wir... Nein, 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 nein. Du bleibst schön auf. So, dann drehen wir mal wieder rechts auf 263. Stell auf ARC und drück auf ARC und dann drück auf was? Worauf soll ich drücken? Ach, hier. Naja, steigen wir mal hier. So, so, okay. Nein, den Autopiloten wollte ich jetzt nicht deaktivieren. Ich wollte eigentlich nur Heading deaktivieren. Aber wie geht denn das? Hier steht immer nur aktivieren dran. Wie deaktiviere ich es denn? Ich meine, gut, zur Not landen wir auf der anderen, auf der linken. Das ist jetzt kein Problem. Ich würde nur gerne Heading alleine deaktivieren, aber das hier steht immer nur aktivieren und aktivieren. Und anpassen. Hilfe. Fluggeschwindigkeit, ja, das ist klar. Also dieser Autopilot ist weit weg von intuitiv. Wirklich. Ich meine, es ist ja noch nicht so, dass ich mich mit den anderen Autopiloten auf den kleineren Maschinen schon beschäftigt hätte. Aber das ist ja eine ganz andere Nummer hier.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich ihm sagen kann, du sollst die Höhe halten. Na gut, dann halt nicht, machen wir draus. Das ist mir jetzt auch nicht. So, ist das Gear schon down? Ja. Wow. Das ist schon fast verloren. Ja, gut, okay. Wir sind noch kein A320 geflogen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Also da merkt man jetzt wirklich. 60, 50, 40, 30, 20. Retard. Na los, komm runter. Was war das denn? Alter, ernsthaft? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist kein Grafikfehler. Das ist tatsächlich ein Fehler in den Höhenvektoren auf der Landebahn. Wow. Also... ich kämpfe mir hier eine Dreiviertelstunde mit diesem Autopiloten. Und dann das? Boah, nee. Das ist aber jetzt scheiße. Oh, seufz. Naja, gut, okay. Das Learning ist, der Autopilot ist auf jeden Fall eine Nummer anders als auf den kleineren Flugzeugen. Also vor allen Dingen die Bedienung mit den Knöpfen, das finde, also das mag im echten Flugzeug völlig gut sein mit Drücken und Ziehen und Machen. Hey, ein neuer Mozi. Keine Frage, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Erstens bin ich kein A320-Pilot und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es gut funktioniert. Aber wenn du hier im Simulator schnell was umstellen willst, du wirst du wahnsinnig. Also ich bin echt froh und ich hoffe, dass das funktioniert, dass das Bravo, also der Schubregler von Honeycomb, genau, hold short, Bordsteinkante 26, ja, 26 right. Denke mal, das Fahrwerk ist ab, ja. Wir probieren es einfach das nächste Mal bei einem anderen Flugplatz. Das Honeycomb Bravo hat auch Knöpfchen für den Autopiloten. Und ich hoffe natürlich, dass man das so konfigurieren kann, dass ich das nicht dort mit der Maus und irgendwo rumklicken machen muss, weil das ist übelst anstrengend, sondern dass man das tatsächlich am Schubregler machen kann. Also mit Hardware-Knöpfen. Na, dass ich dort Drehknöpfe habe oder wenigstens einen An- und Ausschalter. Sowas zumindest würde ja schon mal helfen.
Leider kriege ich das Honeycomb Bravo erst frühestens Ende November. Bis dahin muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Das Learning von heute ist, ich brauche Pedale. Da muss ich mich die Tage mal damit beschäftigen. Ein Knopf im Schubregler. Toga Incoming. Nee. Der Schubregler, also du hast einfach ein Panel für den Autopiloten damit dran. So wie du am Alpha hier das Panel für den Start und für die ganzen Masterschalter hast, hast du dort Knöpfe und Einstellungssachen für den Autopiloten. Ich weiß nur nicht, ob da auch Drehknöpfe dabei sind, dass man dort halt zum Beispiel die Heading einstellen kann oder die Speed oder sowas. Genau. Also ich brauche auf jeden Fall Pedale. Ich muss mich nochmal mit dem Autopiloten definitiv, das wollte ich eh noch für ein zweites Video machen, mit dem Autopiloten für den A320 beschäftigen. Und dann müssen wir einfach beim nächsten Mal ein bisschen üben. Ja, also mal einfach mal wirklich ein paar Flüge dann machen. Ich glaube, das ist so langsam an der Zeit, dass wir das mal angehen müssen. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Wir sehen uns am Sonntagabend wieder. Startzeit werde ich auf dem Discord nochmal bekannt geben, beziehungsweise auf dem Community-Tab auf YouTube. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich sogar schon eine Startzeit eingestellt hier auf Twitch. Also auf jeden Fall spielen wir am Sonntag das Outer Worlds DLC, Peril on Gorgon weiter. Und dann, ja, sehen wir uns dann am... Ach nee, Quatsch. Vorher sehen wir uns dann am Samstag zu World of Tanks natürlich. Samstag World of Tanks, Sonntagabend Peril on Gorgon. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Habt eine schöne Woche. Bis Samstag. Gute Nacht. Tschüss.